Hi guys, it's me, Andrea. Ich bin's, Andrea, hallo. I was dying to do something abstract, messy, just something me, you know. It's basically something I really love. I do it regular, but I'm not showing it very often. So, but this time, the small canvas, you know, with the bigger canvas is always a problem with my angle of the camera. I'm not be able to show the really big ones and so, but this small one is pretty easy. So I covered it, covered it in a really big fat layer of crackle paste. It's dry now. Ich war mal wieder, ich wollte mal wieder was richtig hier Abstraktes und was distressy, you know, was eben so wie ich bin. Einfach machen, nicht denken. Und habe jetzt hier einen kleinen Canvas. Ich mache das halt öfter. Das Problem ist, die großen Canvas, ich kann die gar nicht zeigen, wegen meinem, die Kamera ist aufgehängt. Das ist immer relativ schwierig, die wieder runterzukriegen und aus einem anderen Blickwinkel zu filmen. Also es ist relativ schwierig mit den großen. Und ich hab jetzt hier angefangen mit einer richtigen fetten Schicht von Crackle Paste oder einer Crackle Paste. Ja, ihr wisst, was ich meine. Krakelierpaste. Und nachdem die dann trocken war, hat gedauert, fange ich jetzt an mit Farbe. Und ich nehme einfach, was mir so in den Sinn kommt. Das ist im Prinzip auch nicht wichtig, was ihr da macht. Es muss euch gefallen, ihr müsst es lieben. Und ob die Farben jetzt erstmal zusammenpassen oder nicht, ist nicht so wichtig. Natürlich ist es immer zu schauen, wenn du Farben nimmst, die ja so Komplementärfarben, sagen wir mal, die jetzt sich so gegenüberstehen auf dem Farbrad, dass die eben braun machen. Und da muss man halt schon aufpassen, dass die Schichten alle schön trocknen. Aber letztendlich ist es dann egal, was du nimmst an Farben. So, ich habe jetzt hier auf der Krakelierschicht mir eine schöne, dicke, fette Schicht gemacht mit so einem Grün-Blau. Das habe ich gemischt mit Glazing-Medium 1:1 und packe das richtig schön fett drauf und sorge dafür, dass das in die Krackel reingequetscht wird, weil ich will das erstmal wieder wegmachen alles und will das nur in den Crackle haben. Das mache ich hier jetzt an den Ecken genauso. I start with some colors and you know it's not important which color you use. Use what you love and only take care that you're not using complementary colors while they are wet because they are making mud. But anything else, do what you like and grab what you just feel like, you know. And what you saw me doing, I put some glazing medium and paint together, mixed it 1:1 and put it into the crackles. And I made sure that the crackles, that I squeezed it really deeply into the crackles to remove then everything on the surface, that everything stays only in the crackles. It's just to make them more visible, you know. And on top, I used a very rough gesso. And I drew into it with this water-soluble graphite. And now I go over it again. You won't see it at the end. It's not visible, but the texture will stay because the layer of gesso was pretty, it was a good layer of this rough gesso. So the texture will stay. Ich habe jetzt hier oben so ein Gesso genommen, das nehme ich eigentlich nur, wenn ich Textur brauche, weil das ist ziemlich rough. Und habe dann mit dem wasserlöslichen Graphitstift da reingemalt. Irgendwas ist völlig unwichtig, weil man wird die hinterher sowieso nicht mehr sehen, aber es ging mir auch um die Textur. Man kann das fühlen, wenn man von der Seite schaut, sieht man das dann noch. Und das war jetzt eigentlich so der Sinn der Sache, einfach nur ein bisschen mehr Textur. Und im Prinzip alles, was ich mache, ich mache noch eine ganze Menge Sachen mehr, aber ich mache immer wieder Schichten drüber und Schichten drüber. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn. Darum mache ich das so gerne. Ich mache was und I go on, you know. Weißt du, ich gehe dann mit dem Flow. Ich gehe dann einfach den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Ich kümmere mich nicht, sieht man noch, was ich gemacht habe. Weil das ist nicht der Sinn der Sache. Und ich höre das immer wieder, oh, das ist so wunderschön, wenn man dann da drüber malt.
das ist nicht meine Intention. Meine Intention ist einfach, etwas zu schaffen, was mich glücklich macht, der Prozess, der mich glücklich macht, das ist einfach auch der Prozess. Und dann, ja, sehe ich, was ich am Ende dabei bekomme, was kommt dabei raus. Das ist eigentlich für mich das Interessante. Und das sagt auch eine ganze Menge über mich selber aus. Aber gut, ich habe jetzt hier unter dem roten erst ein bisschen Gesso drauf gemacht, damit sich das nicht so vermengt, weil ich jetzt rot benutzt habe. Gefiel mir dann aber nicht so gut, deswegen bin ich dann später zu Orange übergegangen. Ich habe, as you could see, I put some Gesso first down to get the red paint on top, otherwise it was a bit too dark, too muddy, and used this red, removed it a bit again, and I thought the red wasn't really shiny enough against all the other colors, so I use orange, and I quite liked it actually, but as you have guessed already, I would paint over it afterwards again. There will little bits will shine through, but not the whole thing. And that's okay. As I said before, it's the process. For me, it's the process. Of course, there are beautiful things. When people sometimes say, you can't paint over that, that's beautiful. And that's not what I'm after. I'm after the process. I'm after, yeah, this process, it makes me pretty happy doing that. And then at the end, when I finished, it is, whoa, then it tells me so much about myself, you know. It's incredible. And yeah, it's that's art, that's therapy, that's something really satisfying. So I'm going here with a bit of transfer, picture transfer. Of course, it's a word, it will be mirrored. If you want to do that and you want to see it afterwards, you have to print it out and in a mirrored way, then you have it in the right way on the canvas or on your substrate. So when you want something to be visible or readable, then go that way. I don't mind because it's just another layer. Here I'm using up some of my ribbons. I have tons of them and always forget to use them. Not that I love them actually, but I always forget to use them. So yeah, I'm trying to use them up. Again, you won't see most of them. Ich habe dann hier mal so ein Bildertransfer gemacht. Das sind Worte, die ich allerdings, wie gesagt, spiegelverkehrt dann bekomme. Wenn man die richtig auf dem Canvas haben will, oder auf was auch immer, wenn du einen Transfer machst, musst du dir die ausdrucken, spiegelverkehrt, dann hast du sie richtig auf deinem Substrat. Und habe ein Gelmedium genommen, drauf trocknen lassen, ein bisschen Wasser drüber abrubbeln. So geht's, basically. Es gibt da ganz viele Tutorials, wie sowas funktioniert. Und relativ simpel. Es ist wirklich simpel. So, das ist jetzt trocken. Jetzt benutze ich noch mehr von meinen Rub-Ons. Die benutze ich eigentlich, ja, weil ich sie abbenutzen will, weil ich sie verbrauchen will. Ich habe tonnenweise Rub-Ons. Ich vergesse die immer zu benutzen. Ich liebe die eigentlich. Und ich bin auch so ein, ja, so ein Hoarder, typischer Rub-on-Hoarder. Es ist fürchterlich, ja, ich weiß. Okay, ich gehe jetzt einfach mal weiter mit dem nächsten Layer. Ein bisschen Blau wieder drüber oder von dem Türkis wollte ich jetzt wieder mehr haben. Und ja, so geht das dann. Das sind einfach solche Sachen, das gefällt dir nicht mehr. Du gehst mit einer anderen Farbe drüber, balancierst wieder eine andere Ecke aus und dann passt es wieder zu der nächsten Ecke nicht. Das ist immer der Unterschied oder das ist immer der Prozess. So, jetzt habe ich hier mit meinem Finger, das ist so eine Modellierpaste, allerdings sehr, sehr rough. Da ist sehr viel Sand drin und die gebe ich hier mit meinen Fingern auf, weil ich die wirklich nur leicht und oberflächlich drauf haben wollte. I'm using here, that's modeling paste with a lot of sand in, so I put it on with my fingers, that I only get a tiny bit on the surface. I didn't want to cover all of it. After it dried, I go over with my rough gesso here, but only with a very dry brush. I didn't want to have it covered completely. And then I think at the end of the day, it will stay like that. So, okay, now for the cricket part. I will use different neon greens. I like neon colors. Neon colors are
fantastic. They are so, so bright and love. And it's a statement. With neon colors, when you use them, you're setting a statement. That's it. And you want people to look at it, to get drawn into, you know. So I'm using two different neon greens here. And on top now, I go on with my turquoise. Ich habe jetzt hier auf den Crackeln oder auf den Cracks, nein, ja, ihr wisst, was ich meine, habe ich jetzt mit zwei verschiedenen Neongrünen gearbeitet. Und ich liebe Neonfarben unglaublich. Das ist einfach, ja, das ist so ein Hingucker. Ob du willst oder nicht, ob du es schön findest oder nicht, du guckst einfach hin. Und ich finde einfach Neon, das ist keine Farbe, das ist einfach so ein Statement, das du setzt. Und das finde ich einfach das Schöne an denen. Und sie leuchten halt so schön. So, um das ein bisschen an den Kanten abzumildern oder auch die Kanten zu verstärken und ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, nehme ich hier jetzt ein ganz dunkles Olivgrün, aber nur mit meinen Fingern gehe darüber, hier und da, und verblende es. Und dann ein ganz kleines bisschen gehe ich hinterher nochmal über die Crackle ganz zum Schluss. Und jetzt kommt meine Foil. Das ist diese Foiling-Technik, aber ich benutze die jetzt mit Medium, Gel-Medium. Das ist ein ganz normales Gel-Medium, so ein Soft-Medium. Und da quetsche ich das jetzt drauf, wische das schön ein oder drücke das schön an. Und auf der anderen Seite genauso. Und das musst du dann wirklich komplett trocknen lassen. Wenn du mit dem Gel-Medium das machst, trocknen lassen, ganz, ganz wichtig. Using here Gel-Medium to get my foils down. And the most important thing is here to leave it to dry extremely. It needs to be extremely dry. And it looked too neat, though I thought sanding paper, go over it and have scratches on the surface. And you can see the scratches afterwards in the close-up or in the picture. You can see them much better. There are really a lot of scratches over it. And that's what I like. It's a messy, messy canvas. And and that's why I didn't like to have this neat foil on it. Ich habe jetzt so mit dem... Die Oberfläche der Folie war jetzt ja natürlich noch sehr glatt, deswegen habe ich so ein Sandpapier genommen, bin drüber gegangen, um da so diese Kratzer reinzukriegen. Fand ich, passt wesentlich besser zu so einem messy Canvas oder Distressed Canvas. Jetzt noch mit meinen Fingern hier so ein bisschen Gesso, ganz, ganz leicht obendrauf, einfach nur um die Textur aufzunehmen. Und zum Schluss jetzt hier kommt, ich hatte so das Gefühl, das sieht aus wie ein Hügel und die Crackle, das sieht aus wie Wurzeln, mache ich jetzt hier noch so ein paar Bäumchen. Im Prinzip ist es dann eine abstrakte Landschaft und das ist das, wo mich der Flow jetzt hingeführt hat. Das ist, ich sehe da einen Hügel, ich sehe eben die Crackle, es ist auch ziemlich trocken hier, unser Rasen sieht genauso aus. Und deswegen hat mich das inspiriert, da Bäumchen drauf zu malen. You know, when I finished that and I saw this little hill and this crackled, you know, but everything is dry here. Our lawn is completely crackled a lot. And so that's something that led me, you know, the flow led me to this. And that's what was my idea then. Oh, there needs to be trees. And that's why I do a start with a dark green, but it wasn't dark enough for me. I needed more contrast. So that's why I use black. And the very last, I go again with the dark green here on top of the crackles, on the raised areas. And that's it. So ich habe dann hier noch die Bäumchen erst ja in grün gemalt, in dunkelgrün war bei mir nicht kontrastreich genug. Darum habe ich dann nochmal schwarz genommen, bin drüber gegangen und das, denke ich mir, das sticht doch sehr hervor. Das wollte ich. Jetzt mit dem restlichen Dunkelgrün gehe ich jetzt nochmal mit meinen Fingern über die Crackle und dann habe ich hier noch so ein kleines bisschen von dem Grün-Blau, das Dunkle, und gehe hier noch, aber nur an dieser Ecke ganz leicht drüber, gar nicht viel, einfach nur, um da noch so ein ganz kleines bisschen Tiefe reinzubringen. Aus keinem anderen Grund. Das ist dann, und das ist das fertige Stück. Ihr werdet jetzt das Close-up sehen. Da könnt ihr dann ganz genau die Details auch sehen. Vor allen Dingen, wie ich euch eben gesagt habe, mit den Rissen oder mit den Kratzern. Genau, Kratzern in der Folie.
Das sieht man dann ganz besonders gut. Und ihr könnt sehen, im Prinzip von dem, was ich im Hintergrund gemacht habe, ist nicht mehr viel übrig geblieben. So das bisschen Orange guckt so durch. Die Textur kann man erahnen oben, wo ich reingemalt habe mit dem Graphitstift. Und man kann es teilweise fühlen. Aber das ist der Weg dahin. Ja. You know, you see the scratches now in the foil and you could see on top that there is hardly ever anything to see from what I've done in the background. And yeah, but that's, as I said, it's the flow. So guys, I thank you a lot for watching. I hope you like it. And if so, would be great if you leave me a thumbs up and a comment would be fantastic. So much appreciated. And I wish you a fantastic time. Thank you again. And I hope I see you soon with my next project. Have a fantastic time. Bye-bye. So ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr konntet irgendwas mitnehmen, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar, was euch vielleicht besonders gefallen hat. Und ich danke euch nochmal ganz recht herzlich fürs Schauen und ich hoffe, ich sehe euch mit meinem nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Macht's gut, Mädels. Ciao, ciao.